Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 20. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften. Drucksache 19/2670 neu zu 19/1980. Der Herr Kollege Mais, Berichterstatter, hat das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich habe die Ehre, die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst vorzutragen. Die Beschlussempfehlung lautet: Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des Bündnisses 90 die Grünen gegen die Stimmen der SPD, der Linken und der FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der Änderungsanträge Drucksache 19/2432 und Drucksache 19/2652 und damit in der aus der Anlage, die ich jetzt nicht vortragen mag, ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich erteile Ihnen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe auch die Ehre, das Gesetz heute zu besprechen. Wir haben die Novelle des Hochschulgesetzes Anfang des Jahres im Regierungsentwurf besprochen. Der Regierungsentwurf war schon sehr gut, denn er hat zentrale Anliegen der schwarz-grünen Koalition schon beinhaltet. Eines der wichtigsten Bestandteile dieses Gesetzentwurfs ist unzweifelhaft die Einführung des Promotionsrechts für forschungsstarke Bereiche der Fachhochschulen. Ich darf daher auch die Gelegenheit nutzen, die Präsidenten der vier Fachhochschulen aus Wiesbaden, Fulda, Frankfurt und die Technische Hochschule Mittelhessen, die in Gießen und Friedberg und an vielen anderen Orten mehr verortet ist, heute hier in unserer Mitte begrüßen. Es zeigt, welcher wichtige Schritt wir heute hier gehen werden. Die Maßnahme war im Anhörungsverfahren nicht ganz unumstritten. Die Universitäten haben leise Skepsis geäußert, aber die große Mehrheit der Anzuhörenden haben doch sich sehr positiv geäußert. Ich darf da hervorheben das renommierte CHE, welches da sagte, CHE begrüßt grundsätzlich die Überlegung, an Fachhochschulen eigenständige Promotionen zu ermöglichen. Die VU sagte, dies entspreche der tatsächlichen Entwicklung der Fachhochschulen, es sei nur konsequent. Und auch die Gewerkschaft Verdi äußerte sich sehr positiv. Für uns als GRÜNE ist schon seit Langem klar, dass die Fachhochschulen, die dann mit der Neuregelung des Gesetzes auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften heißen werden, dass sie diesen weiteren Entwicklungsschritt gehen können, da sie sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt haben, was die Forschungskraft, was die Innovationskraft angeht. Von daher erhoffen wir uns von diesem Schritt, dass die Innovationskraft, die dort entwickelt wurde, auch der Wissenstransfer, vor allen Dingen mit kleinen und mittleren Unternehmen, einen weiteren Schub erhält. Wir glauben, dass dies unserem Land sehr gut tun wird. Ich möchte mich an dieser Stelle auch gegen die im Ausschuss vorgebrachten Änderungswünsche von FDP und SPD stellen, die quasi gesagt haben, man müsste dann noch einmal eine Runde drehen und schauen, ob man es nicht auf andere Art und Weise hinbekommen würde. Dazu muss ich sagen, diese Forderung ist ein paar Jahre zu spät. Wir haben das in der letzten Wahlperiode war das sozusagen der vordringliche Weg gewesen, dass man auf die Unis zugegangen ist und gesagt hat, macht es kooperativ. Der kooperative Weg wird auch in Zukunft auch weiterhin der Fall sein. Wir ermöglichen dort sogar noch mehr. Aber aufgrund der Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, bin ich mir sicher, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen müssen. Und was die Qualitätsstandards angeht, die da jetzt gefragt werden, ob denn die Qualität dort die richtige sein wird, sage ich, auch da beugen wir vor, indem wir das so machen, dass wir jetzt mit der Verordnung erst die Forschungsstärke feststellen, dann gleichzeitig auch sagen, das Promotionsrecht, das ist auf Zeit verliehen, weil wir eine ernsthafte Evaluation machen wollen. Aber ich habe da überhaupt keine Sorgen, dass die Qualität mangeln wird, sondern ich habe Vertrauen, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften uns dort hervorragende Arbeit abliefern werden und dass wir diesen Schritt nicht bereuen werden, sondern dass viele andere Länder diesen Schritt nachvollziehen werden. Ich hatte schon gesagt, dass der Regierungsentwurf schon bei Einbringung sehr gut war. Wegen der Kürze der Redezeit kann ich jetzt die vielen wichtigen Maßnahmen nur stichpunktartig darstellen.
Umsetzung der Lissabon-Konvention für die Studierenden und deren Mobilität sehr wichtig, dass das Teilzeitstudium und Master möglich gemacht wird, dass der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte erleichtert wird, dass die Drittmitteltransparenz eingeführt wird, dass wir die Einführung des 3R-Tierschutzprinzips für die Forschung mit umfangreichen Dokumentations- und Berichtspflicht haben, dass wir den Tenure-Track einführen, damit bessere Karrierewege für die Nachwuchswissenschaftler, dass wir die gemeinsame Verantwortung der Hochschulstatusgruppen verstärken. Das sind alles wichtige Anliegen aus dem Koalitionsvertrag gewesen. Und von daher war der Gesetzentwurf schon bei Einbringung sehr gut gewesen. Aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Von daher haben wir bei der Anhörung sehr aufmerksam gelauscht und haben die ein oder andere und viele Anregungen aus der Anhörung aufgenommen und haben deswegen beantragt, dass wir im Bereich der sogenannten akademischen Hilfskräfte eine Änderung herbeiführen, nämlich die akademischen Hilfskräfte streichen und stattdessen die studentischen Hilfskräfte konkretisieren. Wir haben dort die Bedenken von Seiten der Hochschulen, der Gewerkschaften und der Studentenorganisationen aufgenommen, haben den Adressatenkreis geöffnet, haben eine Mindestbefristungsdauer eingeführt, haben gesagt, dass die Befristungen, die hier eingefügt sind, dass die ganz klar von den Befristungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, das ist dann § 75(2) getrennt gesehen werden müssen. Und damit nehmen wir viele Bedenken, die dort geäußert wurden, auf und kommen zu einer sehr vernünftigen Regelung, wie ich finde. Ein weiterer Punkt, den wir aufgenommen haben, war der Begehr, der vor allen Dingen von Seiten der Studentenorganisationen vorgebracht wurde, die Beteiligungsmöglichkeiten der Studierenden zu stärken. Dort haben wir jetzt so weite Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen, wie sie sonst kein anderes Landeshochschulgesetz vorsieht. Wir schaffen damit, dass die Gremien der Studenten bei den Belangen, die sie angehen, bei der Studienorganisation sowohl auf Fachbereichsebene wie auch auf Gesamthochschulebene, dann eben auf Senatsebene ein Initiativrecht haben und ein Anhörungs- und angehört werden müssen bei allen Fragen, die ihnen wichtig sind. Das war uns wichtig als Koalition, weil es uns darum geht, das Miteinander der Statusgruppen in gemeinsamer Verantwortung für die Hochschulen zu stärken. Und von daher glaube ich, ist das auch ein sehr richtiger Weg, den wir hier gehen. Wir haben aus der Anhörung mitgenommen die Anregungen betreffend Tenure-Track, die Qualifikationsprofessuren. Wir stellen klar, dass wir die Entwicklungszusage als Regelfall für die Qualifikationsprofessur sehen. Wir haben klargemacht, dass wir dort ein verringertes Lehrdeputat verankert haben wollen. Wir sind auf die Anregung eingegangen, dort weniger Mindestvoraussetzungen einzugehen, was die Vorqualifikation angeht. Auch das gehen wir denjenigen, die wir angehört haben, große Schritte entgegen, um die Maßnahme praktikabler zu machen. Wir ermöglichen mit dem Zusatz zu § 55 Absatz 2 eine Frage, die uns diese Woche ja schon sehr häufig beschäftigt hat, dass die Hochschulen kostenlosen Gasthörerschaft für Geflüchtete einrichten können. Das gibt es teilweise schon. Wir legalisieren das damit. Ich glaube auch, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dass man in Zukunft auf die Gasthörerbeiträge verzichten kann. Deswegen kann ich sagen, insgesamt verabschieden wir heute ein sehr innovatives Gesetz, das aber die Adressaten, die Hochschulen nicht überfordert. Der Grundsatz der Autonomie bleibt unangetastet. Wir schaffen dabei neue Entwicklungsmöglichkeiten und erweitern die demokratische Teilhabe. Wir schaffen damit die notwendige Modernisierung des Hochschulrechts, die neben einer einzigartigen Hochschulfinanzierung, die wir in Hessen haben, unsere Hochschulen weiter nach vorne bringen wird. Vielen Dank. Das Wort hat für die Fraktion der SPD Herr Kollege Grumbach. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann dem Kollegen May durchaus zustimmen, insbesondere im Dieter-Thomas-Heck-Teil, diesem Schnellgesprochenen. Allerdings finde ich, dass die Sprachgeschwindigkeiten und Innovationen in keinem Verhältnis zueinander stehen. Das sind kleine Veränderungen, die hier relativ konsenshaft sind. Ich glaube, dass es dafür auch keine besondere Begründung bedarf. Ich will mich deshalb beschäftigen, dort, wo die Meinungen auseinandergehen.
Und eigentlich gehen sie auseinander, weil es so etwas wie schlechte Angewohnheiten gibt. Die erste schlechte Angewohnheit in Deutschland ist die Eigenwilligkeit jeder eigenen Region. Wir haben das im Bologna-Prozess erlebt. Jeder Professor seinen Studiengang hat dazu geführt, dass eigentlich die Bologna-Ziele in Deutschland z.B. Mobilität sehr erschwert worden sind. Der deutsche Föderalismus hat jetzt eine neue Variante davon gefunden, nämlich jeder seine eigene Juniorprofessur mit einer gewissen kleinen Unterschiedlichkeit nach dem Motto, wir brauchen sozusagen ein landeseigenes Modell. Und die zweite schlechte Angewohnheit haben Sie von der Unternehmenswelt übernommen, nämlich das, was nicht gut funktioniert. Also Juniorprofessur in Hessen wird ein bisschen korrigiert, und dann kriegt es einen neuen Namen und dann wird es neu verkauft. Wir glauben, dass das keine Verbesserung sozusagen im großen Sinne ist, eine graduelle Veränderung und eine Anpassung an Erfahrungen anderer Bundesländer, wo es ja auch funktioniert hat. Der neue Name, das ist auch eine der schlechten Angewohnheiten dieser Gesellschaft. Zweiter großer Punkt ist das Promotionsrecht, weil dieses Problem ist genau nach den Manieren der Landesregierung gelöst worden. Der Unterschied ist relativ einfach. Ja, wir ärgern uns alle darüber, dass die Universitäten in einem längeren Prozess verhindert haben, dass das die Kooperationen, die wir wollten, so möglich waren. Aber die Frage, wie lösen Sie das? Die Landesregierung und die tragenden Parteien haben immer eine Lösung, nämlich es wird von oben entschieden. Da komme ich gleich nachher noch einmal darauf zurück. Unser Vorschlag war, lasst uns gemeinsam den Druck zur Kooperation erhöhen, weil wir alle eigentlich der Meinung sind, es ist das bessere Modell. Und Druck zur Kooperation heißt, sozusagen den Unis zu sagen, Leute, ihr habt noch eine Chance, die einzurichten. Wenn ihr die nicht nutzt, habt ihr relativ schnell das Gesetz im Kreuz. Weil wir auch glauben, dass man in einem solchen Prozess das Ende bedenken muss und zu dem Ende gehört, dass wir eine Debatte über zwei unterschiedliche Klassen von Promotion in Deutschland nicht haben wollen, sondern wir glauben, und da sind wir uns wiederum einig, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften durchaus in der Lage sind, gleiche Qualität zu liefern wie die traditionellen Universitäten. Aber wir wollen es nicht von oben lösen, sondern wir glauben, dass man das sozusagen durch ein bisschen Druck auf Kooperation lösen muss. Ähnlich ist das übrigens bei der Frage Konflikt, Konflikt um Budget. Auch da ist nicht der Punkt, dass an die Hochschule zurückgegeben wird, ihre Probleme selber zu lösen von all den Autonomiebefürwortern, die es hier im Saale gibt, sondern wenn sich die Hochschule in der Hochschulgremien nicht einigen können, wer entscheidet? Das Ministerium. Das ist genau das Gegenteil von dem, was alle Sonntagsredner hier verkündet haben. Und wie die vorige wird halt eben nicht versucht, in der und in dem universitären Umfeld Einigung zu erzielen, sondern es wird eher versucht, dort von oben zu entscheiden. Gut finde ich Tierversuche, gut finde ich bessere Beteiligung Studierende. Da, glaube ich, muss ich nicht weiter darauf eingehen. Also die Regelung zu Tierversuchen, nur damit ihr euch nicht irrt. Ich freue mich schon deswegen. Sie wissen es vielleicht nicht, ich habe mal ein Gesetz koordiniert, da stand das alles schon drin. Und eine wütende CDU hat es wieder rausgeschossen, aber andere Baustelle. Im Übrigen, um zu einer historischen Formulierung zu kommen, meine ich, dass die Entscheidungsposition von Hochschulräten die Autonomie von Hochschulen einschränken, ohne dass dafür eine demokratische Legitimation vorhanden ist. Deswegen lehnen wir das Gesetz ab. Das Wort hat Frau Abg. Beer für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben eine Novelle vorliegen, die als riesengroße Veränderung angekündigt war, nachher als kleine Novelle daherkommt. Für uns als Freie Demokraten sicherlich akzeptabel, scheinen doch offenbar die GRÜNEN endlich Frieden gemacht zu haben mit unseren Hochschulgesetzen in Hessen, die ja eine starke liberale Handschrift führen. Allerdings, das Gesetz kann gar nicht kurz genug sein, als dass wir nicht Fehler und auch verpasste Chancen finden an dieser Stelle. Das finde ich schade. Die zwei Fehler, die ich sehe, werde ich explizit ansprechen. Es handelt sich zum einen um die Frage der Art und Weise, wie jetzt das Promotionsrecht für Fachhochschulen geregelt werden soll, und zum anderen um den jetzt aufgenommenen Modellversuch für die Zulassung von Realschülern mit Kaufmannsgehilfenbrief oder Gesellenbrief zum Hochschulstudium.
Bei den Promotionen habe ich für meine Fraktion schon dargestellt, dass sich hier die Lage durchaus verändert hat. Für uns ist ein Promotionsrecht auch für Fachhochschulen nicht völlig undenkbar. Aber die Art und Weise, wie das jetzt hier gemacht werden soll, ist nicht durchdacht. Und, Herr Kollege May, da haben wir eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung der Anhörung. Es sind ja auch im Nachgang zur Anhörung noch eine Reihe von Briefen und Vorschlägen eingegangen. Ich glaube, dass es deutlich geworden ist in der Anhörung, dass das Verfahren zur Qualitätssicherung noch nicht einmal skizziert ist. Sie lassen erstaunlicherweise in diesem Blackbox-Verfahren trotz mehrfacher Nachfrage den Wissenschaftsrat offensichtlich außen vor. Und das, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, halte ich deswegen auch für undenkbar, dass, wenn man bei der Gefahr, die Herr Grumbach zu Recht beschrieben hat, dass es jetzt nämlich dann die Frage eines Ein- und Zweiklassenrechts bei Promotionen zukünftig geben könnte, dass, wenn man das wenigstens im Ansatz verhindern muss, dann kommt man nicht drum herum, den Wissenschaftsrat hier mit in das Verfahren einzubeziehen, um eine gebührende Anerkennung zu erhalten und um auch die Qualitätsstandards zu erhalten, die wir alle miteinander und die, glaube ich, auch die Fachhochschulen, woran auch die Fachhochschulen ein besonderes Interesse haben müssten, dass diese Qualitätsstandards eingehalten werden. Völlig unbestritten ist, wie wir an diese Stelle an die Frage der Diskussion über ein Promotionsrecht an Fachhochschulen gekommen sind. Unbestritten ist, dass die kooperativen Verfahren bislang nicht gut genug funktioniert haben. Unbestritten ist aber auch, dass dieses Verfahren funktionieren kann. Der Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen hat geschildert, wie das in Zusammenarbeit z.B. mit der Uni Gießen in Mittelhessen ausgesprochen gut funktioniert und dass er zusätzliche Regelungen nicht braucht. Deswegen wäre es der richtige Weg gewesen, die Kooperation noch einmal zu präzisieren, so wie Sie das im Gesetz ja auch machen, dann aber die entsprechende Zeit zu geben, dass dieses Verfahren auch Fuß greifen kann. Jetzt setzen Sie ein Parallelverfahren ein. Wir hatten versucht, über einen Kompromissvorschlag hier eine Regelung zu finden, die diese neue Form der Kooperation erst einmal in Anwendung bringt, eine Evaluation des Wissenschaftsrates vorsieht und dann eine Regelung zulässt, je nach Ergebnis, die unseren Hochschulen, die aber auch der Qualität der Promotionen gerecht wird. Ich muss sagen, so wenig jetzt in dem bislang, was wir wissen über das neue Verfahren, also über das, was bislang bekannt ist, so wenig jetzt an Qualitätssicherung irgendetwas erkennbar ist, so sehr ist die weitere Inflationierung von Promotionen zu befürchten. Die Promotion war einmal die Einstiegsqualifikation für eine Wissenschaftskarriere. Da sind wir lange von entfernt, aber ich darf die Frage stellen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ich komme zum zweiten Punkt, von dem ich glaube, dass wir hier auf dem falschen Weg sind. Das ist nämlich die Frage des Modellversuchs Hochschulzugang für Realschüler mit Gesellen- bzw. Kaufmannsgehilfenbrief. Das ist nämlich, wenn Sie es genau ansehen, und wir haben ja jetzt dankenswerterweise den Verordnungsentwurf vom Minister zugeschickt bekommen, kein Modellversuch, sondern ein Flächenversuch. Und der lässt noch mehr Fragen offen, als er beantwortet. Bislang ist auch parallel zur dualen Ausbildung, bislang ist auch über den Weg der beruflichen Bildung oder über die Abendgymnasien der Zugang zu unseren Hochschulen auf vielerlei Wegen möglich. Aber er läuft immer parallel zur Berufsausbildung oder im Anschluss über weiteren Zusatzunterricht, über weitere Qualifikationsvermittlung und entsprechende Zusatzprüfungen. Und mir ist aus dem gesamten Anhörungsverfahren, auch aus dem, was die Regierungsfraktionen hier eingebracht haben, nicht klar geworden, warum es diese weitere Qualifikation, die wir jetzt in den letzten Jahren immer vermittelt haben, warum es derer nicht mehr bedürfen soll. Oder an welcher Stelle diese Qualifikationen, wenn ich sie brauche, denn zukünftig vermittelt werden sollen. Bislang machen das unsere Berufsschulen oder unsere Abendgymnasien. Sollen das jetzt die Hochschulen übernehmen? Werden die Hochschulen hier mit zusätzlichen Geldern ausgestattet? Davon ist in den augenblicklichen Vorlagen absolut nichts zu sehen. Und es wird ja bereits deutlich seitens der Hochschulen von flächendeckenden Eingangsprüfungen gesprochen. Aber was heißt das denn im Umkehrschluss, dass es dann alle betrifft? Das heißt, es ist egal, ob mit oder ohne Abitur, Sie haben eine Eingangsprüfung, und das ist nachher über diesen Hinterweg
eine Entwertung des Zugangs über Abitur oder Meisterbrief, und das eine wiederum ein Weg hin zu einer falschen Gleichmacherei, einer Nivellierung nach unten, die uns auch trotz der vorgelegten Verordnung nicht überzeugt. Deswegen kündige ich an, ich habe das auch schon in unserer Stellungnahme zur Verordnung getan, dass wir als Freie Demokraten eine Anhörung zu dieser Verordnung beantragen werden, weil dieser Weg letztendlich in die falsche Richtung zeigt und wir schauen müssen, was noch zu retten ist an dieser Stelle. Leider aber nicht nur Fehler, sondern auch verpasste Chancen. Wir hätten uns ein Mehr an Autonomie gewünscht, Herr Minister. Das ist leider nicht geschehen. Wir hatten vorgeschlagen, eine neue Personalkategorie einzuführen über eine Experimentierklausel, in der z.B. im Rahmen von W1-Professuren Schwerpunkte gesetzt werden können für Personal, z.B. mit entsprechenden Qualitäten im Wissens- und Technologietransfer oder bei der Infrastrukturentwicklung. Wir hätten uns gefreut, wenn die Hochschulen in eigener Autonomie auch den Begriff Juniorprofessor weiter hätten verwenden können, statt ihnen neue Begriffe vorzuschreiben. Und leider ist auch von der Bauherreneigenschaft, die Sie ursprünglich mal angehen wollten, im Entwurf nichts enthalten. Stattdessen weniger Autonomie. Herr Kollege Grumbach hat auf die seltsame Eingriffsrechte des Ministeriums bei der Budgetplanung schon hingewiesen, auch Eingriffsrechte des Ministeriums bei der Gehältergestaltung an der Stiftungsuniversität Frankfurt machen uns nicht sehr glücklich, und sie machen in vielerlei Fällen die Verfahren auch kompliziert. Wer jetzt das Verfahren zur Abstimmung eines Budgetplans einmal nachverfolgt, der sieht, dass es hochgradig kompliziert ist, dass es sich sehr verlängert und dass das Ministerium seine Finger im Spiel hat, also mehr Bürokratie statt mehr Autonomie. Bitte kommen Sie zum Ende. Ich komme zum Ende. Mehr Bürokratie haben wir auch beim Tierschutz. Da bin ich anderer Meinung als Herr Kollege Grumbach. Die Regelungen zum Tierschutz gibt es bereits. Jetzt kommen zusätzliche Berichtspflichten dazu. Von daher für die Freien Demokraten, wenn man einen Strich drunter zieht, leider eine Verschlechterung bei Qualitätssicherung, weniger Hochschulautonomie, aber mehr Bürokratie. Das kann die Zustimmung der Freien Demokraten nicht finden. Das Wort hat Frau Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal finde ich es bedauerlich, dass wir eigentlich ein so wichtiges Gesetz wie das Hochschulgesetz jetzt zu so später Stunde diskutieren. Das war bei der ersten Lesung, glaube ich, auch schon so ähnlich. Ich sage nur, dass ich es bedauerlich finde. Das ist die Macht der Tagesordnung. Also, die haben wir alle. Aber eigentlich hätte ein solcher Gesetzentwurf eine breitere öffentliche Debatte eigentlich auch verdient gehabt. Natürlich sind wir hier unter der kritischen Beobachtung von vier Hochschulpräsidenten. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ein so wichtiges Gesetz auch eine breitere Öffentlichkeit findet bei der Diskussion. Aber es passt ja ein Stück weit vielleicht auch zu dem Gesetzentwurf, den diese Landesregierung den Schwarz-Grünen vorgelegt hat, weil es ja doch in weiten Teilen eine Fortschreibung des bisherigen schwarz-gelben Gesetzes ist. Ich will ausdrücklich sagen, dass wir eine Neuerung, auch wir, die ausdrücklich begrüßen. Das ist das eingeschränkte Promotionsrecht für die Fachhochschulen. Das halten wir für sinnvoll und für richtig. Deswegen finde ich, da wurde auch eine vernünftige Regelung gefunden. Ich denke, bei der Frage Kooperation mit den Universitäten, natürlich ist sie sinnvoll. Das ist ja auch gar nicht strittig gewesen in der Anhörung. Aber man muss ja einfach sehen, dass die kooperativen Promotionen auch einfach an Grenzen stoßen, und zwar ganz objektive Grenzen, wo auch die Universitäten gar nicht die Möglichkeit haben, das von sich aus zu verändern, weil wir einfach die Situation haben, dass es Fachbereiche gibt an Fachhochschulen, wo es gar kein Pendant gibt an den Universitäten und dann einfach die kooperativen Promotionen enorm erschwert werden. Von daher finde ich es gut und richtig, dass eine solche Regelung gefunden wurde. Ich meine, man darf ja nicht drum herum reden. Das war der kritischste Punkt in der Anhörung. Da gab es sehr viel Kritik von den Präsidenten der Universitäten. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das trotzdem ein richtiger Schritt ist. Ich finde, das Einzige, was man jetzt vielleicht so ein bisschen sorgenvoll ansprechen kann, ist, dass ja ausdrücklich gesagt wird, dass die Promotionen aus dem Budget selbst finanziert werden müssen, also es keine zusätzlichen Mittel dafür gibt. Da drücke ich einfach einmal die Hoffnung aus, dass diese Finanzierung nicht zulasten von anderen Bereichen, zulasten der Lehre geht. Das wäre ein Punkt gewesen, den wir
noch sinnvoll gefunden hätten. Nichtsdestotrotz finden wir die Regelung zum eingeschränkten Promotionsrecht so richtig und tragen die auch mit. Ansonsten muss ich sagen, ist der schwarz-grüne Gesetzentwurf enttäuschend. Das finde ich insbesondere beim Thema Demokratisierung, was ja ein Thema war, was wir auch aus der Opposition heraus, Herr Kollege May, doch andere Forderungen auch seitens der GRÜNEN gestellt wurde. Ich finde, der Hauptkritikpunkt ist für mich, dass der völlig undemokratische Hochschulrat, die Hochschulräte, weiter ihre starke Stellung behalten, teilweise sogar die noch ausgebaut wird. Ich finde, das ist ein Problem, da wir uns gewünscht hätten, die Hochschulräte auf eine beratende Funktion zu beschränken und den Senat zu stärken und auch die Rechte der Studierendenschaft zu stärken. Deswegen auch noch einmal zu dem Punkt Autonomie, der ja hier gerne angesprochen wird. Ich habe ja des Öfteren gesagt, dass wir diesem Autonomieprozess, wie er in Hessen praktiziert wird, auch kritisch gegenüberstehen, weil das ja in Teilen einfach eine völlige Scheinautonomie ist. Aber wo der Gewinn ist, der Gewinn an Autonomie, wenn man Kompetenzen vom Ministerium auf völlig undemokratische Hochschulräte verlagert, das erschließt sich mir nicht. Ich finde, wenn mehr Autonomie für die Hochschulen, dann muss es auch bedeuten, dass es an die demokratisch gewählten Gremien an den Hochschulen übertragen wird und nicht an Hochschulräte. Das dazu. Dann hat Herr May noch angesprochen als einen Punkt einen Vorteil des Gesetzentwurfs oder eine Neuerung, die Drittmitteltransparenz. Ich will einfach nur zur Vollständigkeit halber sagen, dass es ja schon eine sehr eingeschränkte Drittmitteltransparenz ist, weil ja der Zusatz dabei ist, dass die Drittmittel nur dann veröffentlicht werden, wenn die Geldgeber dem auch zustimmen. Und das finde ich schon eine Einschränkung von Transparenz. Ich will auch noch einmal deutlich machen, dass wir ja dem wachsenden Einsatz von Drittmitteln ohnehin kritisch gegenüberstehen, vor allem, weil seit der Novelle von 2009 die Drittmittel ja kein obendrauf sind, quasi, sondern die Hochschulen verpflichtet werden, Drittmittel einzuwerben. Und deshalb natürlich die Drittmittel oftmals wirklich eine Kompensation sind für das viel zu knappe Grundbudget. Das halten wir für ein Problem. Nicht, weil das jetzt alles Mittel aus der Wirtschaft sind, sondern es sind ja oftmals öffentliche Mittel. Es sind ja zum Teil sogar Landesmittel, wenn man jetzt an Löwe denkt. Es sind öffentliche Mittel, die aber viel intransparenter verteilt werden, als wenn der Landesgesetzgeber das macht. Und zweitens sind es Mittel, die befristet vergeben werden. Und genau das ist das Problem, über das wir hier immer wieder reden, nämlich die befristete Beschäftigung an Hochschulen. Wenn man befristete Projektfinanzierung macht, dann führt das natürlich auch dazu, dass es befristete Verträge gibt. Und gerade im Bereich der Lehre sagen wir, aber auch im Bereich der Forschung, Daueraufgaben brauchen eben auch dauerhafte Stellen. Und deswegen kritisieren wir im Grundsatz, dass die Drittmittelfinanzierung einen immer größeren Anteil an der Hochschulfinanzierung ausmacht. Da müsste das Grundbudget gestärkt werden und die Drittmittel und nicht bei den Drittmitteln immer weiter gefordert werden, dass die Hochschulen die einwerben. Ansonsten, wie gesagt, das ist vor allem eine Fortschreibung des bisherigen schwarz-gelben Hochschulgesetzes. Ich finde es schade, dass man da nicht an den Punkten, wie ich jetzt auch genannt habe, wie die Demokratisierung der Hochschulen, auch Neuerungen gemacht hat. Promotionsrecht unterstützen wir, aber ansonsten ist der Gesetzentwurf enttäuschend, und deswegen werden wir dem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat das Wort Frau Abg. Wolff. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der bisherige Verlauf dieser Debatte macht mich noch sicherer, dass wir mit diesem Entwurf des neuen Hochschulgesetzes genau richtig liegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben einen Gesetzentwurf geschrieben gemeinsam, der die Anschlussfähigkeit und die Durchlässigkeit, die Perspektive für Leistung für junge Menschen auf der Ebene der Studierenden wie auch der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Professoren stärkt. Wir wollten eine Perspektive schaffen für den wissenschaftlichen Nachwuchs durch die Qualifikationsprofessur. Wir wollen sie, und das ist ein Ergebnis auch der Anhörung gewesen, wir wollen sie auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissenschaftlicher Einrichtungen, die noch nicht in dem Maße die Erfahrung in der Lehre haben wie die anderen,
Wir wollen dort eine Steigerung der Anschlussfähigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben zum anderen die ursprüngliche Absicht für Studierende, einen zeitlichen Umfang der Stellen für wissenschaftliche Hilfskräfte zu beschränken, wieder zurückgenommen und aufgrund der Anhörung korrigiert. Ich denke, das war eine richtige Entscheidung. Und der dritte Bereich. Wir wollten und wir wollen befähigte Absolventen der dualen Ausbildung auch einen Weg in die Hochschulen eröffnen, einen zusätzlichen Weg, der ausdrücklich nicht die Zahl der Studierenden erhöhen soll. Das ist nicht die Absicht, sondern der grundsätzlich ermöglichen soll, dass auf der Grundlage eines mittleren Abschlusses und einer dualen Ausbildung dort keine Straßenbahnendstation gebildet wird, sondern dass es eine weitere Möglichkeit wird, bei entsprechender Leistung auch an die Hochschulen zu kommen. Dafür wird es die Modellversuche geben. Und, Frau Kollegin Beer, dazu wird es eine Anhörung selbstverständlich über diese Verordnung, die uns zur Kenntnis gegeben worden ist, auf der Ebene der Regierung geben. Und dort wird es die ein oder andere Kritik geben und die ein oder andere Änderung auch noch. Dafür sind wir durchaus offen. Meine Damen und Herren, es gibt in der Tat in diesem Hochschulgesetz eine Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, und die ist gewollt, zusätzlich zu dem, was bereits im Hochschulpakt und im Haushalt verabredet worden ist. Und dazu gehört eben, dass es in der Tat war, das war der kritische Punkt der Anhörung, dazu gehört aber eben auch, dass wir in der Mehrheit unserer Koalition nicht eingeknickt sind vor dem Versuch, eine mutige Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Dieses werden wir nicht tun, auch nicht, indem wir folgen den Anträgen von SPD und FDP. Wir wollen die Möglichkeit der Promotion an Fachhochschulen. Ich sage noch einmal, an Fachhochschulen, nicht der Fachhochschulen. Das ist ein kleiner, dezenter Unterschied. Wir wollen nicht eine allgemeine Promotion an Fachhochschulen, sondern wir wollen sie an speziellen Fachgebieten, an leistungsfähigen Fachgebieten. Und auch dort kommt der Gedanke der Kooperation wieder sehr schnell zum Tragen, weil diese leistungsfähigen Fachgebiete auch gerne hochschulübergreifend gebildet werden. Da bin ich relativ sicher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nehmen sehr wohl wahr, dass die Präsidien der Fachhochschulen ein hohes Interesse, ein höchstes Interesse an Qualitätsansprüchen für diese Promotionen haben werden und bereits jetzt haben. Denn eine Lässigkeit an dieser Stelle am Anfang würde das gesamte Projekt desavouieren. Und deswegen bin ich relativ sicher, dass nicht nur die Fachhochschulen mit dem Ministerium sehr genau justieren, wo diese Fachrichtungen definiert werden und eingeführt werden, und auch sehr sicher, dass eine externe Evaluation abgesichert wird. Und ich bin mir zusätzlich sicher, dass auch die bisherigen kooperativen Promotionen und auch die Kooptation von Fachhochschulprofessoren an Universitäten weitergeführt werden. Und ich bin mir obendrein sehr sicher, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Diskussion um die Qualität von Promotionen an Fachhochschulen auch die Diskussion der Qualität von Promotionen insgesamt, nämlich auch an Universitäten, eröffnen und befeuern wird. Und auch das ist gut so. Meine Damen und Herren, das Hochschulgesetz 2016 ist eine gute und eine ausgewogene Fortschreibung der bisherigen Gesetze, die bereits die Eigenverantwortung von Hochschulen gestärkt haben. Das ist erfreulicherweise aus verschiedenen Perspektiven in dieser Debatte auch bestätigt worden. Jawohl, wir wollen die Eigenverantwortung, die Autonomie von Hochschulen. Sie hat sich vertieft, sie hat sich verfestigt schon in den letzten Jahren, nämlich dadurch, dass die Instrumentarien, die ihnen das Gesetz gibt, auch intern angewendet werden, dass die Instrumentarien der Eigenverantwortung angewendet werden und umgesetzt werden, indem intern gemeinsame Leitbilder verabredet werden über alle Gremien innerhalb der Hochschule hinweg,
dass interne Schwerpunktbildung festgelegt wird und darüber auch Verantwortung übernommen wird, meine Damen und Herren. Denn jede Schwerpunktbildung bedeutet natürlich auch, dass man an einer anderen Stelle etwas hintanstellt. Diese Schwerpunktbildung wird von allen Hochschulen mittlerweile wahrgenommen. Die Instrumentarien werden angewendet durch eine interne, effiziente Mittelverteilung und auch eine Verantwortungsübernahme für diese Mittelverteilung. Meine Damen und Herren, das Ministerium kann entgegen manchen Annahmen, die hier in der Debatte geäußert worden sind, natürlich nicht einfach willkürlich eingreifen, sondern ist nur der letzte Punkt an der Stelle, wo die Hochschulen aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, zu einem Budget zu kommen. Und die werden sich hüten, zu einer solchen Situation zu kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Hochschulen haben das Instrumentarium auch bei der TU ganz deutlich und bei der Universität in Frankfurt auch, aber auch die anderen in einem gewissen Umfang ein kosten- und zeitgerechtes Bauen aus eigener Kraft herzustellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die hessischen Hochschulen haben einen hohen Grad an Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Autonomie sich bisher schon erarbeitet, und sie werden dieses auf Grundlage dieses Gesetzes erneut weiterentwickeln können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, insofern gilt das für alle Hochschulen in Hessen, was dieser Tage eine Zeitungsüberschrift über 10 Jahre TUD-Selbstständigkeit gesagt hat, gekonnte Autonomie. Meine Damen und Herren, das ist das Konzept dieses Hochschulgesetzes bis jetzt und in dieser Novellierung, die wir heute beschließen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Herr Minister Rhein, Sie haben das Wort für die Landesregierung. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir geht es wie Karin Wolfe auch und gerade nach erster Lesung, nach Anhörung im WKA, nach der heutigen Diskussion bin ich mir bewusster denn je, dass es die richtigen Entscheidungen sind, die wir hier treffen. Es ist und bleibt dabei, es wird eines der, es ist und bleibt eines der modernsten Hochschulgesetze in Deutschland. Und wenn man die wirklich großen Änderungen, die wir hier vornehmen, als Kleinigkeiten bezeichnet, na ja, dann weiß ich auch nicht, in welcher Zeit man lebt. Ich will Ihnen vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen, die Leitmotive dieses Gesetzes. Das ist erstens Durchlässigkeit, es ist Transparenz, es ist die Stärkung der gemeinsamen Verantwortung der Organe der Hochschule und natürlich der Beteiligung der Studierendenschaft. Es ist viertens die verlässliche Perspektive für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ich will noch einen fünften Punkt hinzufügen, den ich nennen will. In Hessen weichen wir keinen Millimeter ab, schließe an das an, was Karin Wolf gesagt hat, vom erfolgreich eingeschlagenen Weg der Autonomie, sondern wir eröffnen mit diesem Gesetzentwurf weitere autonome Entscheidungsbefugnisse, da wo das sinnvoll ist. Und wer das mir nicht glaubt, der glaubt das vielleicht einem, der es wirklich beurteilen kann. Da komme ich später noch darauf zurück, was Autonomie bedeutet. Das ist der Präsident der Urform der hessischen autonomen Universitäten, der TU Darmstadt. Ich will Prof. Prömel ganz gerne hier aus der Anhörung zitieren. Er hat gesagt in der Anhörung, die großen Linien zur Autonomie werden beibehalten. In Hessen gibt es Entwicklungsmöglichkeiten wie kaum irgendwo. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, und zur Durchlässigkeit. Im Hinblick auf beruflich Qualifizierte habe ich in der letzten Lesung eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. Heute kann ich ergänzen, Frau Beer. Ein Entwurf liegt vor. Wir werden insoweit in der Tat einen flächendeckenden Modellversuch an den Hochschulen eröffnen. Der Startschuss wird bald gegeben werden können. Und wenn Sie mich fragen, Sie haben mir den Wissenschaftsrat angeführt, wenn Sie mich fragen, warum wir das denn tun, dann kann ich nur wirklich empfehlen, die jüngsten Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Verhältnis von beruflicher und akademischer Bildung mal zu lesen. Da steht es, der Wissenschaftsrat teilt die Auffassung, dass im Rahmen einer beruflichen Ausbildung Studierfähigkeit erworben werden kann. Er schreibt weiter, dass unabhängig davon, wie viele beruflich Qualifizierte tatsächlich ein Studium aufnehmen, bereits die Kenntnis dieser Möglichkeit dazu beiträgt, das Attraktivitätsgefälle zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu verringern.
Und genau das machen wir jetzt. Was ich wirklich doch schon sagen möchte, ich wäre da schon ein bisschen vorsichtiger, die Qualifikation dieser sehr bildungsintensiven und motivierten Klientel herunterzureden. Das, glaube ich, wird den Menschen da nicht gerecht. Und da komme ich zu unserem Knackpunkt eigentlich dieses großen Gesetzes, nämlich dem weiteren Abbau formaler Barrieren. Und das ist das Promotionsrecht eben nicht nur für Absolventen der, das ist das Promotionsrecht der Absolventen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir erhalten die kooperativen Promotionen. Wir befördern das Zusammenwirken der Hochschulen in diesem Punkt. Aber wir wollen eines, wir wollen es diesen Hochschulen eben auch ermöglichen, ihre forschungsstarken Bereiche zu identifizieren und das Promotionsrecht zu beantragen. Das ist doch kein Wunder bei den Universitäten auf Kritik gestoßen. Es kann einen nicht überraschen. Und bei manchem Zwischenton merkt man dann auch schon, es ist eher so ein pflichtgemäßer Protest, dass die kooperativen Promotionen kooperativen Promotionen für den richtigen Weg halten, ist nicht sonderlich erstaunlich. Was ich aber schon anfügen will, dass die sich jetzt plötzlich einer so großen Beliebtheit bei all denen befinden, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Und ich will das zugeben, als wir am Anfang standen, war ich ein bisschen skeptisch, was das Promotionsrecht an Fachhochschulen betrifft. Aber mit jedem Tag mehr, mit dem ich mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, mit denen ich mit den Präsidenten dieser Hochschulen zusammenarbeite, weiß ich, das ist exakt der richtige Weg, den wir hier gehen. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, der eigentlich längst überfällig gewesen ist. Denn das sind die Spezialisten im Bereich der Anwendung, im Transfer zumal, aber eben auch im Bereich der praxisnahen Forschung. Und sie tragen in Zukunft mehr Verantwortung für das Gesamtsystem bei der Lehre. Sie leisten in Teilen der Forschung herausragende Arbeit. Und das will ich sehr deutlich sagen. Es geht mitnichten darum, eine Einheitshochschule zu schaffen. Und auch ist diese Reform kein Dammbruch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nein, wir führen für forschungsstarke Bereiche hessischer Fachhochschulen ein eigenständiges Promotionsrecht ein, weil man mit Blick auf die Hochschullandschaft eben anerkennen muss, dass die Landschaft sich verändert hat, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften heute andere sind, als sie es vielleicht vor 15 oder 20 Jahren noch gewesen sind, und dass sich insbesondere die Aufgaben geändert haben und dass unsere Fachhochschulen, ich sage das, auch wenn die Präsidenten nicht anwesend sind, exzellente Leistungen erbringen und in gewissen Gebieten mit bestimmten Professoren Forschungsleistungen auf Universitätsniveau erbringen. Und in einem solchen Fall halte ich es für falsch, dass wir sie in die Rolle eines Bittstellers drängen. Und alle die, die jetzt ganz überraschend die großen Anhänger des Kooperationsmodells sind, die muss ich dann schon fragen, wie kann es denn sein, dass eine hessische Hochschule dazu gezwungen wird, nach Großbritannien zu gehen, obwohl die Universität fußläufig von ihr entfernt ist. Und insoweit, verehrte Frau Wolff, sehr geehrter Herr May, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie, als Regierungsfraktion die Änderungsanträge von FDP und SPD ablehnen. Denn in diesen Anträgen kommt ein völlig anderes Verständnis der Bedeutung eines Promotionsrechts der Hochschulen für angewandte Wissenschaften zum Ausdruck. Für Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es eine Notlösung, ist es eine Sanktionsmaßnahme. Für uns ist es das nicht. Sie sehen darin ein subsidiäres Recht. Und, meine Damen und Herren, genau das Gegenteil sehen wir darin. Wir wollen die durch den Bologna-Prozess eingeleitete Weiterentwicklung dieses Hochschultyps weiter stärken. Das halte ich für richtig. Ich will auch mit Blick auf die Zeit, es ist alles eigentlich gesagt worden, nur noch eines liefern, Frau Beer, weil Sie immer danach fragen. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind diejenigen, die die höchsten Qualitätsanforderungen in diesem Bereich selbst fordern. Es muss eine konkrete Drittmittelstärke vorhanden sein.
Es müssen Publikationen in einem bestimmten Umfang vorhanden sein. Es wird notwendig sein, die Mindeststärke einer Fachrichtung, was die Professoren anbelangt. Das Lehrdeputat für Professoren wird sehr genau definiert. Also, Sie müssen sich da keine Sorgen machen, dass wir das schon richtig machen. Und insoweit, meine sehr geehrten Damen und Herren, will ich nur sagen, dass dieser Gesetzentwurf legt die weitere Grundlage dafür, dass die Hochschulen die enormen Herausforderungen, die sie zu tragen haben, schultern können. Es kommen neue Herausforderungen dazu. Damit meine ich die akademische Ausbildung für Flüchtlinge, die schutzsuchend in unser Land gekommen sind und die die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen. Und aus diesem Grunde werde ich Ihnen in Kürze ein hessisches Stipendienprogramm für Flüchtlinge vorstellen. Und wie besser könnte man einen so wunderschönen Abend bei einem so wichtigen Gesetz beenden als mit einem Zitat von Ho Chi Minh, das ich Ihnen hier nicht vorenthalten will. Ho Chi Minh, und Sie haben heute den Präsidenten alle hier begrüßt, der Republik Vietnam, hat ein Rezept für ein optimistisches Leben formuliert. Und das tun ja eigentlich auch unsere Hochschulen, unsere hessischen Hochschulen, denen ich dafür sehr dankbar bin, dass sie ein Rezept für ein optimistisches Leben formulieren. Und jetzt will ich doch dann zu Ho Chi Minh kommen und ihn erneut heute Abend zitieren. Er sagt nämlich, für ein optimistisches Leben sollte jeder erstens in der Politik gut Bescheid wissen. Das leisten unsere Hochschulen. Zweitens, ich denke an die Kunsthochschulen, zeichnen oder malen können. Drittens, etwas von Musik verstehen. Nicht umsonst bauen wir den Kulturcampus in Frankfurt, haben 100 Millionen € jetzt in die Hand genommen für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Sie sollten viertens irgendeinen Sport treiben. Auch dafür sorgen unsere Hochschulen. Und sie sollten mindestens eine fremde Sprache sprechen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich stimme wie so oft Ho Chi Minh zu und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Staatsminister, Herr Staatsminister, ich habe das Gefühl, dass einige in diesem Hause sich Sorgen machen, ob ihre Literatur, die sie zu Hause im Bücherschrank stehen haben. Ja, die Bibel hat das sowieso, aber Ho Chi Minh daneben, das passt irgendwo nicht so richtig. Trotz allem vielen Dank. Ich habe auch keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, damit auch keine Zitatgefahr. Ich rufe auf zur Abstimmung. Meine Damen und Herren, wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. CDU und CDU und Grüne. Wer ist dagegen? SPD, FDP und Linke. Wer enthält sich der Stimme? Das ist niemand. Damit ist das Gesetz mit den Stimmen von CDU und Grünen bei Gegenstimmen aller anderen angenommen und zum Gesetz erhoben. Punkt. Herr Kollege Bellino hat nur nach dem Buch gefragt.